Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass du wieder da bist. Ich freue mich. Heute begrüße ich die lieben Fische, Fische-Aszendenten. Und solltest du dein Mond- oder Venuszeichen in den Fischen haben, so schaust dir an, sind bestimmt ein paar Impulse für dich dabei. Des Weiteren ist das ein allgemeines Reading, kein persönliches. Schau, ob du in Resonanz gehst. Wenn du ein persönliches möchtest, kannst du gern unterhalb von dem Video in die Infobox gehen. Dort ist meine Website und dann kannst du mir ein Kontaktformular zusenden. Liebe Männer, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Bitte bedenkt, ich spreche immer aus der Sicht einer Frau. Daher dreht's euch einfach rum und das betrifft auch alle Gleichgeschlechtlichen etc. Haha, meine lieben Fische. Was ist das Thema des Monats? Auf was dürft ihr euch freuen? Was soll kommen? Was ist das Thema des Monats für euch? Auf was dürft ihr euch freuen? Naja, kommt. Tja, das seid ihr ja sowieso. Spannend. Klasse. Krebs, die Fürsorgliche. Vielleicht habt ihr das mit einem Krebs zu tun oder habt einen Krebs-Aszendenten. Ihr seid fürsorglich. Ihr seid sowieso fürsorglich, ja? Und das ist aber eine schöne Energie. Das ist eine gebende Energie. Das ist eine nährende Energie. Und das ist euer Wesen. Und das gehört dazu, ja? Und dann habe ich noch den Mars. Der Mars ist sehr aktiv im Juli. Der Mars gibt euch neuen Antrieb, neue Kraft, ja. Der Mars, das ist so ein Powerplanet. Und wir haben viel, viel Mars-Energie im Juli. Also nicht streiten. Lieb sein, ja. Und nutzt diese Energie lieber dafür, vorwärts zu gehen und irgendwas entstehen zu lassen. Ach, Entschuldigung, ich habe was vergessen. Ja, beim Fischen ist das immer so, ne? Also das ist so spannend. Was begleitet euch? Was ist das Thema dazu? Was ist noch wichtig für euch? Zweie. Ach, das ist, schau an. Naja, das ist, ja. Als erstes haben wir Achtsamkeit. Genieße jeden Atemzug in deinem Leben und nimm ihn wahr. Achte auf alles, ja. Kümmere dich um dich. Das ist auch ganz wichtig. Du bist fürsorglich, aber jetzt geht's mal um dich. Es geht nicht um andere, jetzt geht's viel auch um dich. Ja, dass du das mal spürst, dass du dich spürst. Ja, und dann ist so... Tja, liebe Fische, das fällt uns ein bisschen schwer, ne? Abenteuer, obwohl es was Schönes ist. Höre auf, Pläne zu schmieden. Das Abenteuer beginnt mit der Ungewissheit. Na, da bin ich ja gespannt, was das von Abenteuer werden kann, ne? Dann lassen wir uns jetzt mal überraschen, ne? Sehr spannend. Hier geht es viel darum, dass du deine Kraftaktivität, die du hast, diesen Antrieb, dass du den viel auf dich achtest, dass du viel mehr auf dich achtest, dass du wirklich das Leben so wahrnimmst für dich, dass du dir Fürsorge schenkst und dass du mehr darauf achtest, dass du die Fürsorge kriegst. Und Maßkraft, Antrieb und Kraft, vielleicht sollst du ein neues Abenteuer beginnen und sollst dir nicht so viel Gedanken machen und einfach losmachen. Du hast nämlich die Kraft dazu und du hast den Antrieb dazu und das ist spannend. Was sagen die Feen zu euch? Schöne Energien. Das ist eine schöne Energie. Haben wir schon zwei? Ja, wir haben schon. Uiuiui. Meine lieben Fische. Ja, ja, ihr werdet hier vorgeschoben. Ich sage ja schon immer, ihr werdet hier vorgeschoben. Noch eine hätten wir gerne. Oh, nun ja. Das wird ein heißer Monat, sage ich mal so. Hm? Ja, mir krabbelt die Nase, also da kommt was. 9 des Frühlings. Schütze die Früchte deiner Arbeit. Verbreite Vorbereitung auf mögliche Veränderungen in der naheliegenden Zukunft. Ja, ja, die 9, das ist glücklich sein. Du schützt das, was du hast. Ja, achte mehr auf dich. Das ist ganz wichtig. Und hier kommen Veränderungen auf dich zu. Ne? Ein neues Abenteuer. Du spürst das schon. Du spürst schon, dass da was ist. Weil du hast die feinsten Antennen von allen. Du spürst, dass hier was ist. Spannend. Achso. So. Das wird so schnell gehen, damit hast du nicht gerechnet. Die Zeit des Aufschiebens ist vorbei. Ein plötzlich unerwartetes, glückliches Ereignis. Vielleicht ein neues Auto oder Reisen, aber das muss nicht unbedingt sein. Das werden wir dann sehen, ob das hier liegt. Hier passiert was in deinem Leben, weil das passiert schicksalhaft. Und das ist glücklich. Hier kommt schicksalhaft was in deinem Leben, womit du nicht gerechnet hast. Und Schicksal ist immer plötzlich und unerwartet. Das nimmt dich mit, tja. Jo, hier kommt es schon. Hier kommt vielleicht dein neues Abenteuer, wo du mal nicht drüber nachdenken sollst und einfach sagen musst, naja, dann ist es halt so. Der König des Sommers, ehrenhaft, aufopfernd, reif, warmherzig.
Ein Liebespartner, dem du vertrauen kannst, ausgezeichneter Rat, der aus dem Herzen kommt, Beteiligung an kulturellen und kreativen Unternehmungen. Das kann jetzt ganz viel sein, auch in deiner Arbeit, das muss man dazu sagen. Aber hier soll Liebe in dein Leben kommen. Hier kommt jemand, da bin ich ja gespannt. Und das ist natürlich so, da brauchst du keine Pläne schmieden, da musst du ins Ungewisse, da musst du einfach mal den Sprung ins kalte Wasser machen. Und es kann auch sein, dass du wirklich irgendeine kreative Idee hast, dass du mit jemandem zusammenarbeitest, der so ist. Ja, und du weißt noch gar nicht, was auf dich zukommt, das ist noch ungewiss. Aber hier sollst du springen, das Schicksal ist an deiner Seite, ja. So, was sagt das Tarot zu euch? Was sagt das Tarot zu euch, liebe Fische? Was sagt das Tarot? Noch 3 Karten. Ja, du, du kreierst hier was Neues. Was passiert denn bei euch? Ich muss ja schon lachen. Was passiert denn hier bei euch? Was geht hier ab? Ja, das ist ja sehr spannend. Wir haben zuerst die Königin der Münzen. Es kann auch ein König der Münzen sein. Wir müssen dann gucken, ob das eure Energie ist oder ob das die Energie ist von einem Menschen, der in euer Leben kommt. Die Königin der Münzen ist eine sehr nährende Person. Die achtet sehr auf dich, auf sich. Das kann jetzt eure Energie sein, weil ihr sollt ja mehr auf euch achten. Ihr sollt die Früchte eurer Arbeit schützen. Ihr sollt euch vorbereiten auf neue Dinge. Die Königin der Münzen ist auch sehr gebend. Fürsorglich, das muss man dazu sagen, mag auch ein bisschen Luxus, verwöhnt sich aber auch, aber die achtet viel auf sich, was die Fische manchmal nicht tun, weil die zu viel geben, ja. Also das kann eure Energie sein. Ihr habt schon eine Vorahnung, ihr habt schon eine Ahnung, dass hier was passiert. Hier liegt schon irgendwo was in der Luft, der Mond, das sind Wahrnehmungen, ihr spürt unwahrscheinlich viel. Ihr merkt schon, dass hier irgendwas kommt, ja. Und es kann sein, dass in eurer Arbeit auch was ganz, ganz Neues entsteht. Das muss ich dazu sagen, was wirklich ganz Neues. Dass ihr so wie zur Herrscherin aufsteigt. Dass ihr was Neues kreiert. Dass ihr was auf die Welt bringt, ja. Dass ihr vorwärts geht. Und vor allen Dingen, was das Wunderbarste an der Sache ist, ihr kennt euren Wert. Ihr seid in eurem Wert. Und das ist fantastisch, ja. Tja, und dadurch, dass ihr in eurem Wert seid, kommt hier was auf euch zu. Was an Leidenschaft und Kreativität nicht zu toppen ist, meine Süßen. Wir haben das, ich lege es gleich zusammen hin, ja? Wir haben das Ass der Stäbe und wir haben das Ass der Kelche. Wie soll ich mich jetzt ausdrücken, was in euer Leben kommt? Es wird spannend. Euer Herz wird überblubbern, aber mehr als überblubbern. Und ihr werdet eine Leidenschaft entwickeln, die vom Feinsten ist. Also, ja. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie sich das entwickelt, ob das schon auf dem Weg ist oder was noch für Hürden sind und wie sich das... Das gucken wir uns jetzt mal an. Ich bin gespannt. So, aber es ist schön. Also ihr spürt schon, dass hier was auf euch zukommt, was wirklich was groß ist und was toll ist. Und ihr ahnt schon irgendwas. Was ist die Energie der Königin der Münzen? Seid ihr das? Oder ist das jetzt euer Gegenüber oder was ist das? Nee, das seid ihr. Das seid ihr, das sehe ich schon. Das ist das Ass der Münzen und die Hohepriesterin. Hohepriesterin ist eure Karte. Ihr seid jetzt so, ihr kümmert euch um euch. Und es kann sein, dass ihr hier Nachrichten bekommt. Also es kann auch sein, dass ein König der Münzen, ja, Stier, Steinbock, Jungfrau, Aszendent, Mond, Venus. Das Ass der Münzen sind immer Nachrichten. Ihr habt schon wieder ein Ass. Ihr habt 3 Esser jetzt schon. 3 Esser, mehr geht nicht. Ihr schießt hier durch. Ja? Und das Ass der Münzen ist so, das ist eine finanziell stabile und was finanziell was wachsen kann. Hier kann was aufgebaut werden, hier kann was wachsen. Ihr habt so eine Kraft diesen Monat, das ist Wahnsinn. Ja? Also hier passiert was, wirklich auch schicksalhaft, das was kommt. Hier baut ihr euch eine Wahnsinnsstabilität auf. Und die Hohepriesterin, das ist eure Karte, das ist ja auch die Geheimnisvolle. Ja, es ist noch so ein bisschen, ne? Und ihr habt Vorahnungen, ihr hört auf eure Intuition, ihr wisst das, aber ihr hört auch auf euer Herz. Ihr hört auf euer Herz und ihr spürt schon vieles. Und hier gibt es noch was, was gelüftet werden muss. Ihr merkt schon, dass was im Anmarsch ist, aber das ist noch nicht gelüftet, aber das wird sich lüften und das ist schön. Schöne Energie. Was ist der Mond? Was ist der Mond für eine Energie? Was ist das? Ist das die Wahrnehmung? Hier kommen wahnsinnig tolle Impulse. Schon wieder die Königin der Münzen. Also seid mal nicht böse, es kann auch ein König sein. Also so viel Münzenergie, wie wir hier haben, ne?
Also hier kommt ein Impuls, hier kommt Nachrichten. Das ist der Ritter der Stäbe, das ist Schütze, Witter, Löwe. Das ist Kreativität, ja, viel Kreativität. Und das kann von einem Menschen sein, deswegen sage ich es immer, egal ob König oder Königin, das kann von einem Menschen sein, der sehr stabil ist, der mit euch das teilen will, der mit euch was aufbauen will. Und das sehe ich so. Und das spürt ihr schon. Hier geht es viel um was aufbauen. Vielleicht einen neuen Weg zu geben, wie ihr noch gar nicht wisst, wohin. Ja? Aber ihr spürt schon das, was kommt. Und das wird sehr, sehr kreativ sein. Und sehr leidenschaftlich übrigens. Sehr leidenschaftlich. Ja? Das merkt ihr auch schon. Was ist die Herrscherin? Was ist die Herrscherin? Die Herrscherin soll ja immer irgendwas zur Welt bringen, was Neues aufbauen. Es soll ja irgendwas entstehen. Was ist die Herrscherin? Die Herrscherin lässt erstmal was zusammenkrachen. Das finde ich ja fantastisch. Ihr könnt wahrscheinlich nur zur Herrscherin werden, wenn ihr alte Strukturen, das ist dieses der plötzliche Turmeinfall. Der Turm ist ja immer so, das ist außen von außen, das ist plötzlich. Und das ist sowas, damit rechnet ihr nicht. Der Turm ist aber immer so, das ist für euch gut. Weil hier kracht irgendwas Altes zusammen. Vielleicht wart ihr auch so, dass ihr euch nie euch selbst gekümmert habt, dass ihr so viel für andere da wart, dass ihr das nicht wahrgenommen habt. Aber ihr habt so gute Karten. Hier ist der Turm sowas, wo ich den nur als Plötzlichkeit sehe. Plötzlich kracht hier was zusammen, hier kann was entstehen. Und hier kann was Tolles entstehen. Denn ich habe die Welt und ich habe den Ritter der Münzen. Hier wird euch was angeboten und das kommt wie aus der Kalten. Der Ritter der Münzen ist die beständigste Energie, die es gibt. Das ist was, wo eine Stabilität aufgebaut werden soll, wo Angebote kommen, wo sich was langsam wachsen tut. Ihr kommt ja schon zu dem Ass, ja? Das ist ja schon fantastisch. Und die Welt ist so, hier beginnt ein ganz neuer Zyklus für euch. Ende und Neubeginn. Vielleicht habt ihr ein bisschen Angst, weil ihr noch gar nicht wisst, was das ist. Das ist noch so ein bisschen ungewiss. Aber das Ungewisse ist prickelnd, kann viel mit weiter weg zu tun haben, kann viel mit Internet zu tun haben. Also das ist spannend. Spannende Energien, hier schießt er vor. Ihr seid schon die ganze Zeit auf dem Weg, aber es hat immer ein bisschen gestockt im Juni, ne? Da haben wir uns ausgeruht alle. So, ist ja auch so. Aber hier soll, ihr kommt Impuls, ihr kommt was. Was ist das Ass der Stäbe? Was ist das Ass der Stäbe? Was ist das? Was ist das Ass der Stäbe? Das Ass der Stäbe, warum traut ihr euch nicht? Wisst ihr, warum der Turm kommt? Ihr kriegt hier so eine wahnsinns kreative Möglichkeit. Ihr kriegt, das ist auch Leidenschaft pur. Die Schatten der Vergangenheit kommen nochmal hoch. Deswegen kommt das Türmchen und lässt das zusammenkrachen. Sonst kann dieser Weg nicht gehen. Hier war der mal ziemlich am Boden. Hier war der auch mal so, wo er gesagt hat, oh, Diskussionen. Und ich habe hier kämpfen müssen. Und das hat mich ganz schön niedergestreckt, ja. Es hat mir wehgetan, ja. Das ist auch so, nicht anerkannt zu werden, ne? Und ihr habt Angst vielleicht, das wieder anzunehmen. Ja, ihr geht nochmal in Ruhemodus. Ihr jongliert. Ob ihr diese Möglichkeit annehmt, aber der Turm ist schon da, ja? Ihr habt Angst vor dem Unbekannten, ihr habt Angst vor der Ungewissheit, weil ihr es nicht planen könnt, weil das so ruckartig in euer Leben kommt. Und da kommen nochmal die ganz alten Verstrickungen hoch, was schon mal gewesen ist. Und ihr denkt so, das darf mir nicht passieren. Ihr habt so eine feine Wahrnehmung. Vertraut euch mal, kümmert euch mal um euch, ja? Und vertraut euch wieder. Was hier kommt, ist alles positiv. Und das sind nochmal die alten Sachen der Vergangenheit. Ja. Dieses Ass dürft ihr angreifen, dieses Ass dürft ihr nehmen. Ob es in der Liebe ist oder ob es in der Arbeit ist. Ich glaube, das ist was Großes. Ihr habt Angst davor zu scheitern. Das ist alles. Ja. Einzugehen. Huch, das wollen die dazu. Das denke ich mal. Was ist das Ass der Kelche? Was ist das Ass der Kelche? Traut ihr euch das anzunehmen? Also ihr werdet das alles annehmen. Aber ich sag mal so, ihr kämpft hier mit euch selber, ja? Ihr kämpft hier mit euch selber, sagenhaft. Was ist das Ass der Kelche? Ja klar, ihr denkt, ist das mal... Eieiei, was passiert denn hier? Meine Süßen, nehmt's doch einfach an. Sehr spannend. Was haben wir denn hier? Ach, du grüne Neune. Ja, also, nur mal so. Also, das ist so... Ist das jetzt eine Wunscherfüllung? Hier kommt so viel auf mich zu. Hier kommt auch so, oh, bub, 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 ja. Nachher kann ich dem nicht gerecht werden. Oder nachher, das ist eine kreative Chance. Also hier geht es auch viel um die Arbeit. Hier wird euch was angeboten. Hier entsteht was.
Ihr zögert noch, glaubt an euch, glaubt an eure Intuition, das ist wichtig. Die Sieben der Kelche, und das ist so von Herzwärme geprägt, was auf euch zukommt, wo ihr merkt, oh, da könnte mein Herz übergehen. Also es würde mich absolut glücklich machen, ich gehe erstmal auf den Part ein. Aber ihr denkt so, oh, das ist so eine ganz schöne große Belastung. Ne? Aber die Zehn der Stäbe, ihr lasst die Last abwerfen. Hier kommt Gerechtigkeit in euer Leben, ja? Da kommt Gerechtigkeit, ihr seid nämlich jetzt ganz stabil. Und ich will nicht ausschließen, dass hier jemand eine zweite Chance haben will. Gerechtigkeit ist auch immer so eine zweite Chance. Hier soll was ausgeglichen werden. Ihr habt aber jetzt eure eigene Stabilität erreicht. Und ihr traut euch. Weil hier kommen ganz, ganz viele schnelle Nachrichten auf euch zu. Und was kommt hier noch auf euch zu? So, pscht, pscht, pscht. Lasst euch von den Liebespfeilen treffen. Ihr verliebt euch, meine Süßen. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Und ich glaube, ihr merkt, dass das alles kommt. Und deswegen nochmal, also wenn hier schon mal was kommt, was eine zweite Chance haben will, es muss nicht für jeden sein, aber die Gerechtigkeit ist halt sowas. Dann war schon mal, also, ja, dann waren schon mal viel Diskussionen, da war man schon mal ziemlich irgendwo verletzt gewesen. Hat man gedacht, oh Gott, ey, das brauche ich nicht nochmal so eine Leidenschaft, ich will das in Balance haben, so ungefähr. Das wird ausgeglichen, macht euch nicht die Gedanken, weil ihr habt die eigene Stabilität jetzt. Ihr lasst diese ganzen Lasten abfallen. Ich habe hier oben nichts von Lasten, das kommt ganz plötzlich in euer Leben. Und das kann jemand sein, der Stier, Steinbock oder eine Jungfrau ist. Ich sage immer so, der König der Münzen ist der perfekte Ehemann sozusagen, sagt man immer so. Der ist beständig, der gibt gerne, der kümmert sich, der achtet auf die materielle Basis, der mag ein bisschen Luxus, der kann euch auch verwöhnen. Ja? Er ist nur manchmal ein bisschen konservativ und ein bisschen stur und ein bisschen langsam. Das ist alles. Aber ansonsten ist das perfekt und so ein Mensch kann auf euch zukommen. Der kann das im Mond haben, der kann das in der Venus haben oder im Aszendenten, das muss ich immer dazu sagen, ja. Ich sag mal so, hier kommen große Chancen auf euch zu. Hier kommt was plötzlich in euer Leben. Hier kommt Leidenschaft, hier kommt Liebe rein. Hier kommt was rein, wo was Neues entstehen lasst. Ihr geht einen ganz neuen Weg. Ihr lasst diese alten Verkrustungen, lasst ihr hinter euch. Und das wird auch höchste Zeit. Ihr beginnt aber was, wo ihr noch nicht genau wisst, wo die Reise hingeht. Weil das so plötzlich in euer Leben kommt. Und hier kommt auch die Liebe so dermaßen plötzlich wieder in euer Leben. Damit rechnet ihr nicht. Und ihr habt noch ein bisschen Angst. Aber die Angst geht vorbei. Ihr traut euch. Ihr werdet ja sowieso immer mutiger. Kümmert euch um euch selber und nehmt diese Mars-Energie, diese Kraft, diesen Antrieb, diese Leidenschaft und auch diese Erotik. Also das ist ganz, ganz viel Erotik. Ja? Also Ass der Kelche und Ass der Stäbe, das ist ja, buh, ja? Das wären Sommernächte, davon träumst du. Ja? Das ist so. Also nehmt das mit. Ja? Und in der Arbeit genauso. Also hier passiert was Großes, das kann ich euch, das ist keine kleine Energie, hier passiert was Großes. Und darauf freut euch und das passiert plötzlich. So meine Süßen, es kann nicht nur ein König der Münzen sein, es kann jedes andere Sternzeichen sein. Ich habe einen Fisch hier, ja. Es kann ein Widder sein, es kann ein Löwe sein, es kann eine Waage sein, es kann ein Wassermann sein, der kann Aszendenten, Mond, Venuszeichen haben. Deswegen konzentriert euch nicht auf die Sternzeichen, lasst euch überraschen. Das ist viel spannender, diese Überraschung. So, meine Lieben, jetzt gucken wir mal. Die Unterkarte ist zum Beispiel der König der Stäbe. Ja? Kann ja auch jemand sein, Schütze, Widder, Löwe. Ja? Wir wollen mal gucken, was die Engel der Liebe zu euch sagen. Bei den Energien. Boah. Was sagen die Engel der Liebe? Was sagen die Engel der Liebe zu euch? Ja, das wusste ich. Das liegt schon hier. Oi, 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 oi. Die Unterkarte ist deinen Seelengefährten herbeirufen. Ja, ich habe ja gesehen, dass bei euch nochmal so ein bisschen Rückzug ist, nochmal so ein bisschen, oh, ja, eine Last abwerfen, Täuschung. Jemand in dieser Beziehung verbirgt sein wahres Selbst unter einer Maske. Ihr traut dem Braten nicht. Ihr traut dem Braten absolut nicht, wenn das kommt. Und wisst ihr, warum er dem Braten nicht traut? Weil er auch kontrolliert. Ihr seid auch so, ne? Ihr wollt gern wissen, was passiert und das Abenteuer beginnt mit der Ungewissheit. Ja, wie wäre es denn mal, Kontrolle loszulassen? Was du kontrollierst, funktioniert nicht. Ja? Lass es doch mal los. Was soll passieren? Ja, dann wäre ich verletzt. Ja, dann passiert das und dann streiten wir uns und dann ist das alles anders und dann, ha, da gehst du doch mal raus.
Du bist das Sternzeichen, was die feinsten Antennen überhaupt hat, ja? Du kannst doch dir selber vertrauen. Vertrau doch dir mal wieder, ja? Du bist achtsam mit dir. Und jetzt beginnt ein Abenteuer in deinem Leben. Und das Abenteuer sollst du zulassen. Mit dem Ausgang ungewiss. Ist das nicht spannend? Das ist doch spannend. Bringe deine Liebe zum Ausdruck. Sei mutig und geh einen Schritt auf deinen Wunschpartner zu. Zeig's ihm doch einfach mal. Nicht, dass du lange Briefe schreibst oder irgendwas sagst. Bringe deine Liebe zum Ausdruck. Bist du bereit dafür, für dich selber? Ja, bist du in deinem Herzen bereit? Öffne einfach dein Herz und lächle ihn an. Ja? Geht lieb miteinander um. Fürsorglich. Ja? Fürsorglich. Fürsorglich. Liebevoll. Ja? Und lass dich erobern. Lass dich einfach erobern. Und Männer, erobert wieder mal. Es wird Zeit, ne? Werd mal wieder zum Mann. Erobert mal die Frauen. Die warten alle drauf. Wo bleibt ihr? Ja? Deswegen, das ist an den Mann gerichtet, sag ich mal so. Ja, meine Süßen. Und ich kann es nicht ausschließen. Ich kann es echt nicht ausschließen. Past life. Es könnte sein, diesen Menschen kennt ihr. Oder ihr habt das Gefühl, wo warst du? Dass so eine innige Verbundenheit ist, dass ihr ergänzt euch einfach, es läuft einfach so. Und du denkst so, ja, der, als ob der schon immer in meinem Leben ist. Und für den einen oder anderen kann es jemand sein, ja, der wieder zurückkommt und der eine zweite Chance will. Das ist jeden selbst zu belassen. Sehr, sehr spannend, meine Süßen, sehr spannend. Was sagen die kleinen Herzorakel zu euch? Das wird ein Monat. Junge, Junge, Junge. Lass dich auf das neue Abenteuer ein. Was sagen die Herzorakel zu euch? Was sagen die Herzorakel? Ich bin ja gespannt, ey. Vor allen Dingen, ihr braucht das Ass der Kelche. Ihr braucht diese Liebe, ne? Habt keine Angst davor. Ihr müsst eintauchen können. Wenn ihr nicht eintaucht, fühlt ihr euch nicht wohl, ja? Taucht ein, oh Gott. Das wird ja richtig groß. Meine Lieben. Verwandlung, deine Beziehung zu einer bestimmten Person wird von Tag zu Tag intensiver. Mhm. Dann soll das so sein. Oh. Mehr geht nicht. Mehr geht nicht. Ich liebe dich. Boah. Ich sage immer so, ich liebe dich. Es ist was. Es ist wunderschön, ja. Aber ich liebe dich sind drei Worte, die was Besonderes sind. Und diese Worte sollten immer nur besonders ausgesprochen werden, zu besonderen Momenten, ja. Das ist ganz wichtig, weil es ist was Besonderes und ich liebe ja sowas, wenn irgendjemand, wenn du was hörst oder so und dann telefoniert jemand oder so, ja, alles klar, Schatz, ich lieb dich, zack. Das ist doch, das wollen keine Fische. Fische sind Romantiker pur, ne. Und das wird so eingesetzt, wie ihr es braucht. Glaubt mir das, glaubt mir das. Erfolg. Hab Vertrauen, es wird ein Happy End auf der ganzen Linie geben. Das gibt's hier wirklich. Hier gibt's mehr als ein Happy End. Ja, und dann ist Wunder. In deiner Beziehung steht eine Veränderung an. Lass dich auf das Abenteuer ein, so nenne ich das auch. Lass dich auf das Abenteuer ein. Ist das nicht klasse? Freut euch, meine Süßen. Zum Abschluss habe ich ja immer eine neue Botschaft und das ist heute Merlin. Entdecke die Magie des großen Druiden. Was hat denn Merlin, der Zauberer, für euch lieben Fische noch im Petto? Was will er euch denn mitgeben, was für euch wichtig ist? Was hat der noch im... Oh. Kennt ihr die Mistelzweige? Ich sage noch so viel. Wenn du unter Weihnachten vor allen Dingen, wenn du unter Mistelzweig stehst und dich küsst, ja... Das ist ja Liebesglück, das ist für ewig übrigens. Mistel, Schutzmagie, Liebesglück. Zauberhafte Naturkräfte hüllen dich ein, tragen dich in den Seelenschrein. Hier findest du Schutz, Stärke, Kraft und eine erhöhte innere Sicht, damit das geistige Licht hervorbricht. Du hast Schutz, du kannst dich darauf einlassen. Das Abenteuer deines Lebens darf beginnen. Bist du bereit? Sag ja. Meine lieben Fische, ein fantastischer Monat holt euch einen Mistelzweig. Gibt's auch jetzt. Holt euch einen Mistelzweig. Ich freue mich für euch. Ich wünsche euch einen fantastischen Monat. Lasst euch auf das Abenteuer ein. Wenn euch mein Video gefallen hat, freue ich mich über ein Abo, freue mich über ein Like und freue mich, wenn ihr es mit Freunden teilt. Ich sage ganz lieben Dank allen Abonnenten, ganz lieben Dank für eure lieben Kommentare, ganz lieben Dank für die Wertschätzung, Unterstützung meines Kanals, wovon ich dann immer so ein neues Kartendeck kaufe, was sehr schön ist.
Und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid und sage bis dahin alles Liebe, Mona. Ciao.